Okay, ihr Lieben, wir haben jetzt wirklich lange Zeit spekuliert, was es wirklich mit Scarking auf sich haben könnte. Und gerade eben die Fähigkeit von Scarkings Peitsche stand öfter mal auch hier auf dem Kanal in dem Mittelpunkt der Videos. Und ein paar von euch haben mir geschrieben, Tobi, wie kommst du eigentlich darauf, dass diese Peitsche in irgendeiner Form dazu in der Lage wäre, Kaiju zu kontrollieren? Und ich habe mir gedacht, ich habe das irgendwo mal gelesen. Bin mir relativ sicher, dass das sogar mitunter einer der ersten Infos war, die wir über den Film bekommen hatten. Und inzwischen haben wir jetzt wirklich einen Trailer bekommen oder ja, eigentlich nur einen Trailer, der in verschiedenen Ländern eben anders geschnitten ist und auch hier und da ein paar extra Clips mit dabei hat. Ja, wir haben Spielzeuge bekommen und nirgendwo gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass diese Peitsche bestimmte Fähigkeiten hat. Jetzt bin ich aber auf einen Artikel gestoßen und erstmal danke an den lieben Tim, dass du mir das Ganze zugeschickt hast. Ich finde es sehr interessant, denn hier hat Filmstarts etwas vermerkt in einer Beschreibung über den Film, das uns Aufschluss darauf geben könnte, was Scarkings Fähigkeit jetzt wirklich ist. Und wenn das so stimmt, dann ist die Space-Godzilla-Theorie wieder aktueller als jemals zuvor. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, dann fangen wir einfach mal gleich an, darüber zu quatschen, was denn Filmstarts hier wirklich in der Beschreibung vermerkt hat. Zum einen geht es eben darum, dass hier beschrieben wird, dass das Ganze nach Godzilla vs. Kong spielt und dass es hier Godzilla und Kong eben mit dem neuen Bösewicht Scarking zu tun bekommen, der, laut den Aussagen von Filmstarts, die Fähigkeit hat, die Attacken der Feinde nachzuahmen. Wir reden jetzt erstmal darüber, warum ich das so ein bisschen anzweifle. Danach quatschen wir darüber, dass wenn Filmstarts wirklich recht hat, dann quatschen wir hier mal über einen weiteren angeblichen Leak, der dazu wirklich unfassbar gut passen würde und dann damit mehr oder weniger auch Space Godzilla wieder ins Rennen bringen würde. Warum ich den Artikel aber erstmal so ein bisschen mit Skepsis betrachtet habe, ist, weil hier auch drin steht, dass wir in diesem Film sehr viel mehr über Kong und Skull Island erfahren werden. Und das ist einfach nachweislich falsch. Die Geschichte dreht sich nicht um Skull Island. Laut Adam Wingard und Warner Brothers selbst geht die Geschichte großteils darum, dass wir mehr über die Hollow Earth selber erfahren. Und die Hollow Earth ist nun mal nicht Skull Island. Das heißt, dieser Artikel hat hier eben schon mal einen Fehler gemacht und hat Skull Island und die Hollow Earth miteinander verwechselt. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass man auch hier mit der Fähigkeit von Scarking das Kontrollieren anderer Kaijus mit dem Kopieren der Fähigkeiten von Kaijus verwechselt hat. Das ist für mich irgendwie sehr naheliegend, weil das habe ich vorher so noch nie gehört, dass Scarking irgendwelche Fähigkeiten kopieren kann. Ich meine, es wäre schon sehr cool, wenn Scarking plötzlich so einen Atomic Breath rausschießen könnte. Das wäre schon ziemlich geil. Gehen wir hierbei einfach mal davon aus, dass sich Filmstarts hier vielleicht geirrt hat, was Skull Island angeht. Vielleicht haben sie aber auch recht und wir erfahren sehr viel mehr über Skull Island und die haben da Infos, die noch kein anderer hat. Das kann ja sehr gut sein. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass Scarking wirklich die Fähigkeit hat, Attacken und Fähigkeiten von anderen Kaijus nachzuahmen. Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wozu bräuchte dann ein Scarking Shimo, wenn er die Attacke einfach selber nachahmen kann? Das ist halt ein bisschen komisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte das Ganze stimmen. Wurde nämlich inzwischen auch Folgendes geleakt. Nämlich die Kristalle in der Hollow Earth, die stammen nicht einfach so aus der Hollow Earth. Die wurden zum Teil von Scarking da unten, es wird nicht gesagt angebracht, aber sie wurden da zumindest platziert. Der Grund dafür könnte, so habe ich mir das Ganze gedacht, der sein, dass man mit diesen Kristallen irgendwie Shimo einsperren konnte. Das könnte ich mir so vorstellen. Wichtig hierbei ist aber einfach, dass man sagt, dass diese Kristalle nicht aus der Hollow Earth selber stammen, sondern dass Scarking diese Kristalle da unten eben platziert hat. Sollte das Ganze stimmen, neue Theorie, wenn Scarking wirklich die Fähigkeiten seiner Gegenüber von anderen Kaijus nachahmen kann, kennen wir einen Kaiju, der Kristalle erschaffen könnte? Space Godzilla wäre damit wieder im Rennen. Sollte diese Theorie hier wirklich stimmen oder diese Behauptung, dass Scarking diese Fähigkeit hat, könnte man das Ganze weiterhin so aufbauen, dass am Ende rauskommt, dass Scarking die Fähigkeit, die er eben hat, die Kristalle aufzustellen, von einem Space Godzilla imitiert hat. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zum Artikel von Filmstarts? Meinst du, das Ganze könnte stimmen? Oder verstehst du auch meine Skepsis so ein bisschen daran? Wäre halt dann, wie gesagt, immer noch die Frage über, warum ein Scarking dann unbedingt Shimo kontrollieren möchte, wenn Scarking doch die Fähigkeit selber nachahmen kann? Oder will er Shimo gar nicht kontrollieren? Oder das
ist alles ein bisschen komisch, aber wenn das Ganze stimmen sollte, würdest du dann auch sagen, ja, dann macht Space Godzilla auf jeden Fall Sinn in so einer Post-Credit-Scene oder irgend sowas in der Art. Ich bin auf deine Meinung gespannt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.